Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Heute schauen wir uns mal Hydroid Prime an mit dem neuen Rework. Eigentlich wollte ich ja ein Video machen von Grendel Prime, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht warm geworden mit dem Frame, habe auch dementsprechend kein wirklich gutes Bild dafür gefunden und daher hat halt jetzt Hydroid Prime den Vorrang. So, und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns gleich an. So, und wie immer schauen wir uns natürlich auch erst die Fähigkeiten an. Die Passive ist, Gegner, die von Hydroid Schaden zugefügt bekommen, werden jetzt für Korrosionsstatus anfälliger, wobei ein anfänglicher Status ihre Rüstung um 50% reduziert. 50%, das ist schon eine ordentliche Summe. Und danach gehen wir weiter zum Sturmfeuer, beschwöre einen Sturm herauf, der es auf ein Zielgebiet herabregnen lässt. Bei mir ist es jetzt so, Radius 10 Meter, Dauer 7,25 Sekunden, etwas weniger als sonst. Schaden 972 Korrosionsschaden, Explosionsradius auf 7,25 Meter. Und virales Sturmfeuer habe ich mit drin, man sieht es schon. Statuschance auf 324% Virus. So, und danach Refraktionswoge, die zwei habe ich ausgetauscht, eben durch Refraktionswoge, die Fähigkeit von Wisp. Und somit öffnet die Dame einen dimensionalen Riss, um Nahgegner zu überwältigen und sie dazu zu bringen, aggressive Wogen von Funken freizusetzen, wenn sie Schaden nehmen. Wisp kann auch auf ein Reservoir zielen und tralala. Jo, das Ding ist, man sieht es, ne, es kostet auch dementsprechend sehr, sehr viel Energie, da die Effizienz ziemlich im Keller unten ist. Dafür Radius 26,1 Meter, also sprich die Gegner werden geblendet, aber dafür nur 11,6 Sekunden, damit eben die Dauer auch ein bisschen im Minus ist. Schadensmultiplikator ist dafür auf 6,48 Mal und Statuschance nebenbei noch 64%. So, und der Raubzug, raube Rüstung von nahen Gegnern und erhöhe den Korrosionsschaden deiner Fähigkeiten und Waffen. Gegner, die von Korrosionsstatuseffekt betroffen sind, erhalten noch mehr Korrosionsschaden. Ihr seht, eine 116,25 Energie kostet das Ganze, also wirklich energiekostspielig das Ganze. Dafür die Reichweite auf 36,25 Meter, das ist schon ziemlich weit. Dauer aber dafür nur 18,12 Sekunden. Rüstung Feind 129,6, Max Rüstung 2430, Schaden auf Feind 32,4% Korrosionsschaden, Schadenstatuseffekt 32,4% und Max Korrosionsschaden 648%. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krank, das Ganze. Danach der Tentakelschwarm, rufe eine Kreatur aus den Tiefen herbei. Wässrige Tentakel erscheinen aus nahen Oberflächen und richtet Chaos an. Ist schon eine geile Fähigkeit eigentlich, auch wirklich wieder Energiekost spielt das Ganze, also wenn man schon sieht, ne, wie man hier durchgeht, das Ganze ist wirklich kostenspielig, das kann man einfach nur sagen. Radius ist 21,75 Meter, Anzahl Tentakel 20, Schaden 648, Korrosionsschaden, aber dafür nur 14,5 Sekunden sind die ganzen da. Ja, so sieht das Ganze aus mit den mit den Fähigkeiten bei Hydroid. Jetzt schauen wir uns mal den Bild dazu an, wie ich den aufgebaut habe. Und zwar habe ich mitgenommen ätzende Projektion, den kann man natürlich noch nach Belieben wechseln, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich habe ihn jetzt einfach mal drin gelassen. Danach kraftvolle Trift für noch ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke, 30% Chance Niederschlägen zu widerstehen, ist schon mal gut, ne? Da könnte man aber noch was anderes reinpacken, wenn man möchte. Ich meine, ich bin jetzt einfach mal auf ein bisschen Reichweite und auf Stärke gegangen. Na, man kann natürlich auch, es gibt ja mittlerweile auch schon wieder sehr, sehr viele verschiedene Builds, aber ich komme mit dem hier eigentlich relativ gut zurecht. Danach blinder Wut für mehr Fähigkeitsstärke oder für ein bisschen weniger Effizienz. Na, man sieht es schon, 45%. Ja, ist schon etwas wenig. Dafür braucht man schon fast das Arkan-Antrieb, damit man da überhaupt irgendwie vorankommt. Oder da zumindest die Fokusschule Zenurik dafür, damit man da etwas
gegensteuern kann. Danach primet Fluss für eben dementsprechend mehr Energie. Ne? Das Ganze ist ja auch schon sehr, sehr energiekostspielig. Adaptation, da bin ich noch so ein bisschen am Rätseln, ob ich das noch wechseln soll. Und zwar zum Stehlender Schwarm. Ja, aber ich habe jetzt einfach mal Adaptation drin gelassen. Bei Schaden 0,5% Resistenz gegen diesen Schadenstyp für 19 Sekunden Stapel bis zu 90%. Ja, da hält man schon einiges aus. Aber Stehlender Schwarm ist halt ebenfalls cool. Tentakelschwarm Augment. Gegner, die von Tentakelschwarm festgehalten werden, haben eine 25%ige Chance auf zusätzliche Drops. Klar, ist jetzt nicht der Mod ist jetzt noch nicht aufgewertet, ne? Die Prozentzahl ist dann auch dementsprechend auch höher. Danach habe ich mitgenommen die beiden Schattenhafte, also Vitalität und Verstärkung. Schattenhafte Vitalität habe ich jetzt auf Rang 8 nur, weil eben die Kapazität somit nicht ausreicht, sonst wird es da ein bisschen knapp. Danach Ausdehnung auf mehr Reichweite, flüchtige Stärke für noch mehr Fähigkeit, Stärke, dafür eben ein bisschen weniger Dauer. Danach habe ich noch virales Sturmfeuer mitgenommen, eben jedes Projektil hat eine 100%ige Chance, einen Virus-Status-Effekt auszulösen dementsprechend. So, und bei den, eben Arkan-Antrieb ist bei diesem Bild hier fast ein Muss, eben. Und vielleicht noch die Zenurik-Schule mitnehmen. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich habe jetzt Wasserin mitgenommen. Aber eben da, ja, bei den Fokusschulen kann man ja da ein bisschen variieren, was man denn mitnehmen möchte. Ich bin jetzt bei Wasserin, damit ich da noch ein bisschen länger stehen bleibe. Gut, aber Hydroid bleibt eh schon lange genug stehen, daher ja, kann man sich überlegen, da Zenurik-Fokusschule mitzunehmen, falls man das Arkanantrieb nicht hat. Also ist jetzt da, das Arkanantrieb ist ja sowieso generell wirklich sehr, sehr teuer, also gebt da nicht unbedingt jetzt wirklich halt zu viel Platin dafür aus. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, aber es ist halt einfach nice to have, fast bei jedem Frame eigentlich mehr oder weniger. Danach Wechselerweiterung mitgenommen, eben dass man bei Kill 0,24 Fähigkeitsstärke noch bekommt und das Ganze ist bis zu 250 mal stapelbar. Und eben noch die Arcana-Wiederbelebung dazu und die auch. So, und wie das Ganze in Englisch aussieht, blende ich euch jetzt auch noch kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. Ja, wie gesagt, ne, das Ganze ist mehr oder weniger einfach ein Fun-Bild. Ja, es ist jetzt kein General-Use-Bild oder sowas. Ich würde dieses Bild hier jetzt auch mehr oder weniger so jetzt für Verteidigung, Abfangen, Überleben oder irgend sowas mitnehmen, wo man so ein bisschen stationär ist, mehr oder weniger. Aber gut, den Frame, bin ganz ehrlich, ich werde ihn nicht zu oft spielen, aber jetzt zum Beispiel bei einer Verteidigungsmission oder sowas, kann man ihn wirklich gut mitnehmen. So, und jetzt schauen wir uns ja das Ganze mal an, wie das so aussieht, wie krank das abgeht. Na, okay, gut, ich nehm vielleicht noch ein bisschen Energie mit, damit ich da überhaupt irgendwas machen kann. Eben einfach mal hingehen, ne, auf die 1 drücken, danach das hier und danach das hier und danach die Gegner hochheben und danach. Ich meine, ihr seht ja die Schadenszahlen. Die sind einfach alle weg. Alles weg. Ja, aber gut. Man sieht aber, die Fähigkeiten sind auch schon wieder vorbei. Also sprich, es ist nicht für immer oder sowas. Ne? Also das ist schon wirklich sehr, sehr energiekostspielig. Also die Schadenszahlen sind schon krank, die man hier sieht. Ja, gut. Eben, ich sag ja, wirklich Fun-Build, kein General-Use-Build jetzt unbedingt, aber aber jetzt eben für irgendwie so eine Verteidigungsmission oder sowas, ja, dann reicht das Ganze auch schon. Man muss ja nicht wirklich alles durchspammen. Ich meine, die Gegner, die gehen auch schon so wirklich sehr, sehr schnell kaputt dementsprechend. Ja, und jetzt würde mich interessieren, wie steht ihr zum Rework von Hydroid Prime? Ich finde es eigentlich fast... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich finde es auf der Art und Weise finde ich es lustig. Ich finde es amüsant. Ja, was man da so basteln kann. Und jetzt auch dieser Fun-Build hier. Das macht schon wirklich Spaß. Jetzt auch wieder auf einen, ja, älteren Frame zuzugreifen. Der etwas, ja,
ja, gereworked wurde, eben gebufft wurde auch dementsprechend, und es macht halt Spaß. Es macht wirklich Spaß. Aber jetzt, ja, eine Lösung für meine Lieblingsframes und so weiter ist es natürlich nicht. Aber ja, es ist nice to have, mal eben, wenn man jetzt beispielsweise eine Überlebens- oder Verteidigungsmission, Abfangmission oder so spielen kann, damit man da auch wieder mal auf einen anderen Frame zugreifen kann. Ja, jetzt würde mich interessieren, wie ihr das seht, wie ihr zum Rework steht und vor allem auch, welchen Bild ihr da mehr oder weniger bevorzugt. Das würde mich noch brennend interessieren. Und somit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder, Leute. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.